Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum 40. Part von StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich muss gestehen, ich habe jetzt einige Tage nicht gespielt und muss mich erstmal wieder zurechtfinden, was wir schon alles gemacht haben. Deswegen gehe ich nochmal komplett alles ab. Oh, ich sehe schon, wir haben im Grunde noch gar nichts gemacht. Dann reden wir auf jeden Fall nochmal mit Sworn. Ich habe mir mal die Aufzeichnungen angesehen. Diese verdammten Protoss sind uns noch immer meilenweit voraus. Einige der Nummern, die die Typen abziehen, sind einfach unglaublich. Wem sagst du das? Die haben eine Menge neuer Tricks auf Lager, seit wir das letzte Mal gegen sie gekämpft haben. Ich meine, was soll der Mist? Seit wann können die ihre Leute einfach überall hinwarpen? Ich dachte, die bräuchten dafür mindestens so etwas wie einen Warp-Knoten. Nicht einfach überall hin. Sie brauchen schon einen Pylon oder eine andere Energiequelle in der Nähe. Aber sie arbeiten eben genau wie wir ständig daran, ihre Technologien zu verbessern. Jo, das ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Hier gucke ich auch nochmal eben rein, ob wir was Neues bekommen haben. So, da anscheinend nicht. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Geld, wie ich gerade sehe. Ich habe ganz schön mit dem Geld rumgeprasst in den letzten Episoden. Ja, ne, auch nichts Neues dabei. Dann gehen wir hier raus, gehen, Brücke waren wir gerade. Gehen wir mal eben zur Schiffsmesse. Oh, hier waren wir fertig. Dann das Labor. Da ist der Protoss-Tank. Ich glaube, der hat sich vergrößert. Da gucken wir mal eben rein. Ihr wisst ja, einfach pausieren das Video, eben durchlesen, ob was Neues drin steht. Und dann könnt ihr auf jeden Fall weitergucken oder ihr macht es halt nicht. Wir gucken nochmal eben bei der Forschung nach. Oh, wir haben Credits bekommen, weil wir übermäßig Forschung uns geholt haben. Und jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir, was nehmen wir? Ich denke mal, ich werde das nehmen, weil die Schiffe können sich auch gegenseitig reparieren. Jo, die werde ich auf jeden Fall nehmen, das Forscher. Und dann brauchen wir jetzt noch knapp 4 Protoss-Forschung. Und dann sind wir mit der Forschung komplett durch. So, und dann noch einmal kurz zur Brücke. Ich weiß nicht, ob wir da alles fertig hatten. Ja, oder hatten wir alles fertig? Das heißt, wir können im Labor die nächste Mission der Protoss machen. Und nun, Freund Rainer, müsst ihr an der Vision des Overminds über die Zukunft teilhaben. Das Ende meines Volkes. Das Ende aller Dinge. Dies ist unser Schicksal. Sollte Kerrigan sterben. Ja, das ist werde Zeuge der Apokalypse. Ich habe ein wenig Angst, aber ich weiß gar nicht mehr, worum es in dieser Mission geht. Auf jeden Fall gibt es wieder ordentlich Forschung und wir starten direkt in die Mission rein. Ich habe keine große Lust mehr, eine Vision des Overmind anzusehen. Kerrigan darin eine Rolle spielt. Ich muss es einfach wissen. Auf einer fernen, überschatteten Welt werden die Protoss zum letzten Gefecht antreten. Sie werden ihre Helden versammeln, ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen und dann tapfer sterben. Aber sterben werden sie. Und meine Zerg werden Sklaven sein. Sklaven des Hybriden. Alle werden sich beugen vor der Macht des Gefallenen. Der hat auf jeden Fall eine sehr geile Stimme. Also die Stimmen finde ich richtig geil in dem Spiel. Ich habe es, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Also da hat Blizzard ganze Arbeit geleistet, sich die Synchronsprecher zu holen. Natürlich war das jetzt nicht die echte Stimme. Die haben sie verzerrt eingespielt. Und wir sind in der Mission in ewiger Finsternis. Und dann hoffe ich, dass ich das Spiel überhaupt noch kenne. Also verzeiht mir, wenn ich da richtig ablosen sollte jetzt beim ersten Durchgang. Weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt schon 2 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal hier dran gesessen habe und weitergezockt habe. Ja, im Moment bin ich auch wieder am Arbeiten unter der Woche und da kriege ich nicht viel aufgenommen. Und deswegen halt dieser große Abstand zwischen den Parts. Volk der Protoss, hört mich an. Das letzte Zwielicht ist gekommen.
Die Galaxie brennt um uns herum. Die Terraner wurden verschlungen. Wir sind alles, was sich dem Schatten noch entgegenstellt. Und sollten wir heute unser Ende finden, so werden wir das gemeinsam tun. Entaro Tassada! Ja, und dann geht's auch direkt los in die Mission. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was wir hier jetzt machen müssen, was ich bauen kann. Obwohl, das sieht alles im Moment ganz gut aus. Was ein Templer-Archiv bräuchten wir. Dann werde ich das doch als erstes mal bauen. Machen wir mal hiervon ein. Obwohl, im Moment, den können wir hier hinsetzen. Dann können wir davon noch ein paar mehr machen. Und wir nehmen uns hier einen weg. Und bauen mal schnell ein Templer-Archiv. Wo haben wir es denn? Roboterfabrik, Templer-Archiv. Heranwarpen. Erhabener, das Gewölbe ist bereit. Gebt uns Deckung, während wir unser Wissen für diejenigen, die uns nachfolgen, sichern. Sie dürfen nicht die gleichen Fehler wie wir machen. So, damit müssen wir... Was? Beschützen Sie den... Achso, 25 Minuten müssen wir den Kern beschützen. Was haben wir da? Töten Sie 1500 feindliche Streitkräfte, verteidigen Sie sich, bis der letzte Protoss fällt. Okay. So, der ist da auf jeden Fall auch. Der kann direkt weiterbauen. Da muss ich jetzt aber erstmal gucken, was wir hier überhaupt noch. Was brauchen wir da? Roboter-Dock. Dann werde ich das auch direkt bauen. Roboter-Dock bauen wir mal hier hin. Ich habe die letzten Schiffe unserer großen Flotte zusammenberufen. Ihr hättet zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen können, Admiral Urun. Wenn der Feind aus der Luft angreift, werden wir eure Unterstützung benötigen. Unser Leiden. Gut, damit haben wir hier auch eine zweite Einheit. Ich teile die jetzt auf. Die Bodentruppen sind eins, die Lufteinheiten sind zwei. So, und jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich habe hier gerade auch schon geforscht, während die sich unterhalten haben. Damit unsere Schiffe und sowas alle besser werden. Ich werde auch sofort noch ein paar bauen. Die Zerg haben die ihnen zugedachte Rolle wie geplant erfüllt. Meine Hybriden sind der Beweis dafür. Und nun werden die letzten der Protoss ihre Rolle erfüllen. Im Tod. Okay. Haben wir nicht davon zwei? Wieso können wir die nicht beide auswählen mit Doppelklick? Ich weiß nicht. Wobei, wir können ja mit Shift beide auswählen. Richtig. Und da können wir noch ein paar basteln. Die gehen mal nach... Beide nach da ein. Sehr schön. So, wie schaut's jetzt aus? Da könnten wir schon Hetzer bauen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Warpknoten, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das so nützlich ist für uns. Oh, Basis wird angegriffen. Dann können wir mal los. Wir können nicht standhalten. Hier hauen wir mal die ganzen Viecher kaputt. Ja, das ist, ich habe jetzt ein bisschen gepennt bei der ganzen Geschichte. Mit Stolz. Gut, das hat aber super geklappt. Anan Porgal. Oh. Wir zögern zu lange. Was haben wir denn jetzt? Zwei. Unser Leiden muss... Gehen wir mal dahin. Das ist noch ein dritter. So. Die dann Stunde. Haben wir die schon mal zusammen. Der Zergschwarm schließt zu unseren Flanken auf. Wir müssen schnell reagieren oder unser Verteidigungswall fällt. Wo sind, kommen sie denn? Vergangenheit vertreiben. Gehen wir mal hier hin. Eure Krieger jo, kämpfen da hinten Gegner. Kommen sie. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen. Ein würdiger Befehl. Weil wir müssen uns ja verteidigen bis zum letzten Atemzug. So, was haben wir, wo haben wir denn hier die ganzen? Da ist es noch am Forschen für die Einheiten. Wieso ist das Roboter-Dock noch nicht fertig? Verstehe ich nicht. Raumportal. Ach, Roboterfabrik, Mist, habe ich irgendwie was falsch gemacht? Mist, verdammt. Die sind da schon am Kämpfen. Upgrade durchgeführt. Schnell Einheit 2, um die wegzumachen. Super, das hat gut geklappt. Dann geht's hier auf die nächste Seite. Einheit 1 ziehen wir mal wieder hier mittig zurück. Zu Einheit 2 packen wir die 2 auch noch mit.
Und warum habe ich das Roboter-Dock nicht gebaut? Verstehe ich nicht. Und wo ist eigentlich die Drohne, die nichts tut? Mann. So, wo ist es denn jetzt? Roboter-Dock? Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da überhaupt für brauche. Das ist für Luftwaffe. Roboter-Dock habe ich doch. Nee, das ist eine Roboterfabrik, Mist. Warte mal. Roboter-Dock heranwarpen haben wir da. Habe ich das nicht gerade gebaut? Verstehe ich nicht. Basis. Anscheinend nicht. Gut, eins hier runter. In Dienste. Die Stunde der Wahrheit. Ich werde Erlösung finden. Und dann muss ich da gleich auf jeden Fall neue Verteidigungen bauen. Oh, scheiße. Schnell hin. Schwer wiegt meine Würde. Macht's weg, gut. Einheit 1, bitte wieder hoch. Einheit 2, kommt ihr wieder mit zu. Und Verteidigung bauen. Ganz wichtig, weil sonst überrennen die uns gleich hier von rechts und das möchten wir auf gar keinen Fall. Das sieht noch recht gut aus. Bauen wir mal einen dahin, einen dahin, einen dahin. Ja, das sollte erstmal reichen. Und das Einheit 2 haben wir unser hier. Leiden. Holen wir den wieder dazu. Wo verbirgt sich der Feind? Da haben wir's. So, haben wir jetzt das Ding gebaut oder nicht? Ja, es wird auf jeden Fall gebaut. Und dann kann ich auch... Sehr schön. Jetzt haben wir es auch definitiv. Und jetzt können wir die... Wo sind sie denn? Können wir jetzt auf jeden Fall die großen Viecher bauen. Halt, Moment, da haben wir doch noch eins von, glaube ich. Da ist noch einer. Jawohl. Dahin. So. Ihr habt nicht genügend. Und da kommen sie. Einer, zwei auch. Ach, können wir gar nicht kaputt machen, sehe ich gerade. Oh Mann. Das wird übel, weil unsere Lufteinheiten, merke ich gerade, können die gar nicht töten. Eieieiei. Da muss ich doch noch ein paar Bodeneinheiten bauen. Wo haben wir sie denn? Da haben wir Krieger sie. Bekämpfen den Gegner. Halt, Moment, davon haben wir doch bestimmt noch mehr. Haben wir jetzt auch mit Doppelklick angewählt. Dann setzen wir die hier hin und bauen mal ein paar Hetzer. Was mir jetzt überhaupt gar nicht gut gefällt, weil... Mist. Beträchtliche Zergaktivität in den Schwarmclustern. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Ende. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gewaltiges Problem. Weil ich, was soll ich sagen? Oh, scheiße, da kommen sie. Dann dahin, Einheit 1. Ist jetzt nicht mehr ganz krass, ey. Alles weg. Mist, dann müssen wir da gleich wieder neue Verteidigung bauen. Und ich brauche auf jeden Fall neue Einheiten. Ist das grausam. Basis wird angegriffen. Halt, Moment, ich hatte doch... Nein, nicht durchbrechen, Mensch. Basis wird angegriffen. Komm hier, neue Hetzer. Ich brauche Hetzer ohne Ende. Basis wird angegriffen. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall ein ganz gewaltiges Problem. Wo ist Einheit 2? Komm mal mit. Hier kommen sie. Basis wird angegriffen. Wir haben ja echt ein Problem. Verdammt. Was ist euer Begehr? Kommt mal mit. Tötet sie alle hier hin. Oh, scheiße. Einheit 2. Angreifen. Hier, bitte mal hier hin. Oh Mann. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Geh hoch. Lass dich nicht töten. Jetzt töte sie. Basis wird angegriffen. Oh Mann, wenn das so weitergeht, ist das Archiv ganz schnell hinüber. Ich glaube, ich muss mich hier hinten irgendwie verteidigen. Oh, scheiße, verdammt. Komm hier, töte ihn. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Basis wird angegriffen. Oh Mann, ich dreh durch. Ich bin hier in den Schatten. Basis wird angegriffen. Mann.
Macht sie kalt. Geht ihm tot. Ganz wie ihr wünscht. So, jetzt geht's da richtig ab. Jetzt müssen wir nämlich richtig aufpassen. Kalt. Oh, ich hab... Unsere Phasenleiter sind bereit, ja, geil, ihren Anteil beizutragen. Einheit 2. Hier, ihr kommt sofort mit. Deaktivieren und alle Geschütze auf den Hybriden. Moment, 2. Du gehörst damit zu, es du gehörst damit gut, zu, du gehörst damit zu, sehen, du gehörst damit zu. Mohanda. Für Ajur. Einheit 1 haben wir nicht mehr, das ist ja herrlich. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir hier mit den Phasengleitern alles kaputt kriegen. Zeigt keine Schwäche. So, das ist Einheit 1. Der kann damit runter. Die können damit runter. Der kann damit runter. So, dann haben wir doch jetzt die Möglichkeit bestimmt. Jo, Phasengleiter bauen. Die setzen wir auch mit dahin. Das ist super. Wir nehmen aber auch noch den mit dazu. Und bauen Phasengleiter, weil die können sich um beides kümmern. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, Einheit 1. Wie schaut sie damit aus? Sehe ich gar nicht, wie gut das Archiv noch dasteht. Und wir haben schon 426 Gegner umgebracht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen aber auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein paar von den... Wo sind sie denn? Ne? Bin ich doof? Wo sind sie? Was sind das? Genau, von denen brauchen wir noch ein paar. Oh, wir haben keine Mineralien. Das ist nicht gut. Entschuldigung. Und ich muss mal eben gucken. Bodeneinheiten, Lufteinheiten. Oh, Waffen-Upgrade für Lufteinheiten ist super. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und für Bodeneinheiten sollte ihr eigentlich auch ein bisschen was tun. Ja, nach Mist, keine Mineralien. Heradak Pural. Gut, da kommen sie. Also auf geht's. Unser Leiden muss enden. Einheit 1 auch. Alles angreifen. Du hast die Schatten angegriffen. Oh, 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 oh. Einheit 2 hin, Einheit 1 hin. Ist die Ehre. Niemand entgeht dem Tod. Gut. Einheit 1 dahin, Einheit 2 nach vorne. Zu lange. Zufriedenstellen. Du kannst auch wieder damit runter. Und wir gucken auf jeden Fall, dass wir vielleicht neue Waffentechnik bauen. Erstmal die Schilde ein bisschen verbessern. Dann werde ich mal gucken, wo haben wir es? Da haben wir noch die Schilde oder Panzerungen von den Flugeinheiten. Es muss auf jeden Fall sein. Hier oben funktioniert gerade nichts mehr. Es wird echt eng in dieser Mission, weil wir haben noch 12 Minuten, um zu verteidigen und wir haben noch etliches an Gegnern zurück abzuwehren. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, Einheit 1, schnell rüber, töten. Einheit 2. Leiden muss enden. Wir sind eins mit den Schatten. Zurück in die Schatten. Und droht Selbstgefälligkeit. Oh, scheiße. Und da haben wir wieder einen dicken verloren. Puh, ganz schön eng, diese ganze Geschichte. Darunter. Zwei darunter. Machen wir hier wieder Einheit 1 raus. Einheit 2 hier angreifen, Einheit 1 unten angreifen. Basis wird angegriffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wie schaut's da aus? Einheit 2 macht doch mal was. Wir zögern zu lange. Es gibt kein Zurück. Gut, die sind hinüber. Ilmara danach. Das sieht ganz gut aus. Hier oben kommen noch Viecher. Da sieht's auch gut aus. Oh, das ist eine Stressmission. Aber wir müssen halt das Ding da beschützen. Zeigt keine Schwäche. Na, macht sie weg. Na, wollte er nix?
Oh, noch mehr Einheit 2, super. So, und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Folge heute. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gut gefallen und wir sehen uns hoffentlich morgen in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Crazy Bane und ciao.